Pathfinder. Ich sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Ich empfange etwas. Sonde gestartet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Die Nexus ist seit Monaten hier, aber das hat nicht gereicht, um alles zu erkunden. Anomalie geortet. Schicke Sonde aus. Erhalte Scandaten. Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Ryder, richtig? Carrie Tavassa, selbstständige Dokumentarfilmerin. Das ist Hakim, mein Produzent. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Worum geht es denn? Direktor Tan hat mich um eine aufbauende Dokumentation über die Initiative gebeten. Im Klartext, ich soll unsere Probleme mit Regenbögen übermalen. Aber unsere Probleme sind nun mal auch unsere Geschichte. Die Leute verdienen die Wahrheit und keine Propaganda. Schön zu sehen, wenn jemand seine Arbeit mit so viel Leidenschaft macht. Das ist sehr freundlich.
Manchmal schrecken die Leute wegen der Kamera vor mir zurück. Das ist schade. Also genau das brauche ich. Die Wahrheit, meine ich. Jemand muss die Geschichte, die wir schreiben, festhalten. In einer Krise ist Hoffnung aber vielleicht wichtiger als schmerzhafte Wahrheiten. Das war auch Tans Argument. Aber wem hilft es denn, wenn wir so tun, als wäre alles in Ordnung? Das Herzstück meiner Dokumentation wird eine Interviewreihe sein. Ich hatte gehofft, sie würden sich dafür zur Verfügung stellen. Ich will die schmutzige, blutige Wahrheit unserer Geschichte, nicht das angenehme Märchen, das Tan vorschwebt. Und? Interessiert? Es machte Ihnen nichts aus, dem Direktor der Initiative auf die Füße zu treten? Was soll er denn machen? Uns Gelder streichen, die wir sowieso nicht bekommen? Ich jedenfalls gehe das Risiko ein. Sie auch? Okay, interviewen Sie mich. Also dann. 14 Monate sind vergangen und die Nexus ist noch immer nicht fertiggestellt. Wir vermissen mehrere Archen und haben Leute verbannt. Es ist schwer zu glauben, dass unser Plan so aussah. Und doch bezeichnen unsere Anführer das alles als erwartete Probleme. Würden Sie dem zustimmen? Es gibt keine Expedition, die nicht mit Feinden oder mangelnden Vorräten zu kämpfen hätte oder sich auch einfach mal verirrt. Wir werden mit all diesen Problemen fertig werden. Es braucht einfach nur ein bisschen Zeit. Tan wird das lieben. Aber wenn es Ihre Meinung ist, wird sie auch so gesendet. Unsere Bandbreite lässt nur Momentaufnahmen zu. Deshalb war es das fürs Erste. Aber ich werde mit weiteren Fragen wieder auf Sie zukommen. Verlassen Sie sich drauf. Das hat mehr Spaß gemacht als erwartet. Sie waren großartig. Nicht... Schieben Sie die Kiste nicht von der... Sie haben die Kiste von der Rampe geschoben. Woher nicht? Behalten Sie hier hinten alles im Auge? Ja, ich versuche zwar, die Kontrolle zu behalten, wenn wir weg sind, aber es ist schön, auch mal persönlich alles zu überprüfen. Es läuft gut, hoffe ich. So gut es mit begrenzten Ressourcen laufen kann, ja. Kleine Schritte. Willkommen zurück. Das Pythias-System. Ich hoffe immer noch, wir können EOS retten. Sinkflug ein. Die Werte passen. Alles ruhig.
Konzentration, Costa. Ich will nicht flankiert werden, nur weil Sie abgelenkt sind. Was hätten Sie denn gern? Batarianische Flutwelle, römische Säule oder Elcor-Korps? Nehmen Sie irgendwas, aber bleiben Sie dabei. Zu kämpfen. Ist das Drag? Chef, wachsam bleiben! Vorne sind Kett. Sie scheinen gegen einen Kroganer zu kämpfen. Ist das Drag? Netter Kopfschuss. Freude, wird ja auch Zeit, dass Sie sich auf der Party blicken lassen.
glaube, ich habe sie wütend gemacht. Sehr gut. Sehr schön, Kleiner. Weiter so. Nicht schlecht. Können Sie laut sagen? Sie wissen sich zu wehren, Kleiner. Und ich habe gehört, Ihnen hätten wir es auch zu verdanken, dass der Himmel sich aufgeklärt hat. Ich hatte Sie völlig falsch eingeschätzt. Die Wolken haben sich verzogen. Und diese Kette sehen ziemlich hinüber aus. Vielleicht können wir Menschen doch einen Beitrag leisten. Also Sie auf alle Fälle. Aber es gibt noch viel zu tun, bevor ich eine derartige Selbstgefälligkeit für angebracht hielte. Wissen Sie was? Ich werde mein Bauchgefühl ignorieren und mich Ihnen anschließen. Das war ein guter Kampf und sowas lässt sich bestimmt wiederholen. Und bevor Sie jetzt sagen, dass Sie keinen Kroganer brauchen, glauben Sie mir, Sie brauchen einen. Das habe ich auch gesagt. Hier werden wir unsere neuen Außenposten errichten. Ein echter Anfang. Bereite Errichtungsbefehl vor. Sie müssen festlegen, welche Aufgabe dieser neue Außenposten erfüllen soll. Hat die Nexus dabei kein Mitspracherecht? Die Ressourcenknappheit ist kritisch. Laut Protokoll fällt diese Entscheidung nur der Pathfinder. Mit den aktuellen Vorräten könnten Sie einen Militäraußenposten errichten, der sich auf Verteidigung und die Ausbildung der Miliz konzentriert. Alternativ wäre ein wissenschaftlicher Außenposten möglich, der die Forschung der Initiative vorantreibt. Was sagen Sie dazu? Aber Forschung ist sinnlos, wenn wir tot sind. Militär. Wissenschaft, keine Frage. Unsere Kolonisten müssen ihr Zuhause verstehen. Beachten Sie, dass der erste Außenposten, den ein Pathfinder errichtet, in sich selbst eine Botschaft transportiert. Ob gerechtfertigt oder nicht, Ihre Entscheidung repräsentiert die Initiative und Ihre Pläne in Andromeda. Wählen Sie mit Bedacht. Forschung und Entdeckung sollen Vorrang haben. Das ist unser Fundament und unsere Zukunft. Befehle vorbereitet. Bereit auf Ihr Signal.
Andromeda-Initiative, hier spricht Ryder, der Pathfinder. EOS ist bereit für die Erschließung. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Und mehr als bereit. August Bradley, Einsatzleiter dieses Blocks. Und jetzt wohl Bürgermeister. Wir sind bereit, Ihre Arbeit fortzuführen. Ja, ich schätze, jetzt sind Sie an der Reihe. Passen Sie gut auf unser Baby auf. Mach ich. Prodromos. So nennen wir ihn. Sie sind so engagiert. Das hat uns gefehlt. EOS ist bei weitem keine goldene Welt. Aber es ist ein erster guter Schritt. Für Sie haben Sie ein Wunder vollbracht. Die Nexus. Ich hatte Sie gewarnt. Hoffnung schien verantwortungslos. Aber ich lag falsch, Pathfinder. Was ziehen Sie hier ab? Ist es plötzlich vorteilhaft, meine Freundin zu sein? Ja, vermutlich. Ryder, Sie haben uns Zeit verschafft. Aber ein Außenposten auf einem ziemlich hoffnungslosen Planeten löst unser Hungerproblem nicht. Haben Sie schon eine weitere Spur? Den Nav-Punkt aus dem Gewölbe. Jetzt wird es kompliziert. Die anderen sind bereit, ihre Bestrebungen zu genehmigen, um an ihrem Erfolg teilzuhaben. Wir alle wollen, dass die Initiative ihr Ziel erreicht. Über das Wie sind wir uns allerdings uneins. Sehen Sie sich einfach vor. Keine Sorge, in der Pathfinder-Ausbildung lernt man Leute zu durchschauen. Auch Politiker? Reden Sie mit Bradley. Später sprechen wir dann über die erweiterten Aufgaben eines Pathfinders. Bis dahin erwartet Sie Tan auf der Nexus.